So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Welcome to Paradise. Letzte Folge haben wir auch einiges gehabt. Wie das Biogenerator. Und auch beim Lagerhalle, die eine Folge vorher nicht angekommen sind oder durchgekommen können oder Durchgang geschlossen war. Dass man halt in der nächsten Folge jetzt halt allgemein oder letzte Folge war es. Also na einiges. Alter. Das sind ja einiges. Ja. Endeffekt haben wir jetzt genug Holz, genug Wasser und genug Bio, das man halt generieren kann. Und jetzt kann man weitermachen. Das war's im Endeffekt. Ey. Oh, 34%. Bleib ich mit das, machen wir Räume im Wald auf. Du versteck dich mal. Okay. Muss ich mal mit dem Knüppel umschlagen, weil dadurch ein bisschen effektiver. So, jetzt kommt die Stufe Welle 3. Das ist knapp unten. Okay, oben sind noch zwei große Wellen und unten auch. Eieieiei.
Oh, noch ein Endboss auch noch. Darf ich auch mal zuschlagen, Kumpitz? Eines. Aber naja, wir haben jetzt geschafft. Das sind aber ordentlich viel. Aber haben wir gut verteidigt überhaupt. Aber 0%. Aber ich muss eh dahinter. No Man's Versteck. So. Lageschlüssel Hammer. Gut, alle drei Zombies habe ich. No Man ist da oben jetzt. Ich muss jetzt reiten, ey. Hab jetzt den grünen. Gelben. Gelben war, glaube ich, der da oben. Ich muss jetzt. Okay, ist da. Oha. Alter, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ich so schnell gestorben bin? Wie kann das sein? Wieder einige Punkte verloren. Okay, hier kann ich nirgendwo gehen.
Geh nicht weg, du blöde Bot. Das heißt, ich muss eh so eine stärkere Waffe nehmen. Normale Maschinengewehr. Ich will reiten, hallo. Ja, habe ich jetzt einige Punkte verloren. Ja, ich hatte zu viele. Elektromat. Oh Mann, wieso schaue ich nicht drauf, ey? Ich hasse dieses Spiel bis jetzt. Ich habe ja nicht gescheite Waffen überhaupt, die ich da weitermachen kann. Gut, haben wir auch eine bessere Ausrüstung geholt. So, damals sind nochmal Zombies. Und ich bin da wieder da zurück. Okay, ich gehe mal zurück zu meinem Camp. Schaue ich mal, ob ich hier überhaupt eine stärkere Waffe machen kann. Oder herstellen kann. Habe ich bei euch den Knüppel. So. Mehr kann ich auch jetzt nicht verbessern. Das einzigste. Der Auftritt ist vorbei. Schauen wir mal gleich. Gut. Achtundzwanzig, fünfundzwanzig. Das einzigste, was ich hätte, gut hab. Würde ich sagen, Treibsand, dann machen wir nochmal diese Kampfhielen. Da oben kann ich eh sowieso nicht viel machen.
Schauen wir mal. Ich hatte so viel verbannt. Dann schauen wir mal, ob wir. Dann starten wir mal. Noch einmal. Also, die Szene erkennen wir ja doch. Der McDaisy oder mein Daisy. Oh Mann. Eieieiei. Eieieiei. Er kommt hier auf. Sagenhafte Krallen. Okay, wir bekommen da ein bisschen was. Also diversen Bauplänen. Aber ich habe jetzt gar keinen Salbe mehr. Das heißt, wir müssen ein bisschen
wieder auf die Suche machen, mal ein bisschen was bekommt. Google muss ja auch noch ein bisschen was herstellen. Blätter. Da ist unser Seilbein. Wo ist mein dritter Zombie überhaupt? Warte mal, was schnell was herstellen. 7 Stück, dass man hier was hat. Aber ist auf dreimal habe ich oder zweimal habe ich jetzt einmal verkackt. Bisschen Lagerplatz. Das ist auch ein bisschen knifflig, die Mist. Schaut, habe ich gefühlt. Viele, viele Sachen. Das heißt, im Endeffekt, wenn wir dann in der nächsten Folge weitermachen müssen, also definitiv können wir weitermachen. Ich war da. Muss ich mal gucken, ob es hier noch weitergeht. Das muss ich nachher dann mal gucken. Aber ich denke, dass wir in der nächsten Folge das machen werden. Gut, die drei Sachen. Optimal. So, sind da meine Zombies. Muss ich mal recherchieren, mal, ob es überhaupt funktioniert. Salbei selber zu herstellen. Ob es überhaupt geht, wahrscheinlich eher wenig, dass es überhaupt geht.
Aber kann ich immer noch alles kaputt machen. Also auch hier Holz. Auch eine gute Ecke. Aber das Problem ist, da haben wir ja diese blöde Ecke hier. Okay, let's go. Zombie-Maske Panzerung mit Zöpfchen. So, ist wieder dran. Endeffekt. Denn im Endeffekt ist der Wärter ja nicht mehr hier. Aber hier sind ein paar gute Seilbein-Location. Ich weiß das auch im Groben noch, dass ich hier teilweise auch öfter Seilbein da gesammelt habe. Trotzdem der letzte Zombie ist irgendwie jetzt verschwunden ist. Er gammelt immer noch da oben. So, da war ich ein bisschen schneller als du, Kumpel. Gut, Salbe habe ich auch jetzt wieder gefunden. Okay, ist das andere? Vom anderen Camp. Blätter, aber keine Salbei. Wie viele Dinger habe ich überhaupt? Das ist wirklich der einzigste, was mir fehlt, ist wirklich Salbei. Gehe ich mal um. Ich mal ein bisschen mal noch mal wieder mal ja.
Aber das war jetzt ein bisschen zu viel, ich da gemacht habe. Habe ich noch genügend? Da oben sind noch welche. Das sind ja einige Tomaten. Das sind ein paar einige, die ich jetzt übersehen habe. So, machen wir jetzt auf Neues. So, machen wir hier ein bisschen in der Nähe. Machen wir ein Zombie oder ein Config mit Spitzhacke. Machen wir mit zwei. Dann machen wir drei Zombies. Dann machen wir mit zwei Zombies mit Tomaten und der hier wird auch mit drei Zombies, dass die jetzt nur sammeln, auch während des Kampfes benutzen und im Kampf und nicht im Kampf. Patrouillieren müssen die nicht. So. Machen wir lieber vier Zombies. So, das haben wir jetzt soweit. Aber ich muss hier mal wieder mal gucken, wo ich genügend Platz habe. Da hätte ich ja lieber weiter unten machen können, dann habe ich dann ein bisschen mehr Platz. Jetzt muss ich mal schauen, allgemein. Geht zwar runter. Mach mal lieber, ja, das 4. Das sind nur meine Bots. Vielleicht schon, wenn der einer mich heilt. Was sammeln muss der?
Auch während des Kampfes. Doch, ja, das passt zu weit. 1900. So haben wir auch. Oh, Kugeln habe ich ja genügend. Da habe ich jetzt was da. Und wurde so braucht. Wie ist so viele Waffen hier? Oh no, größtenteils nur Müll hier drin. So, wortwörtlich Müll. Bessere Waffen geben überhaupt? Nee. Aber sei es rum, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis demnächst.